Deep Chess ist wieder mal on Tour unterwegs. Wir sind in der Stadt des amtierenden deutschen Fußballmeisters, natürlich in Gelsenkirchen. Ach nee, darf ich ja nicht sagen. In Dortmund kriege ich böse Blicke hier überall. Nein, natürlich, Dingen gehört Borussia, BVB 09, Borussia Dortmund, die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Ich habe mal nachgefragt, wir durften sie heute mal ausleihen, aber wird natürlich streng bewacht, streng behütet hier dieses Goldstück sozusagen, die Meisterschale der Borussia 2011, der Sensationssieger in der Fußball-Bundesliga. Natürlich wird beim Sparkassen-Chess-Meeting in Dortmund da die Brücke geschlagen zur Borussia, der großen Liebe hier in der Stadt. Sie bewachen die Schale, Sie sind selber großer Borussen-Fan. Erzählen Sie mal ganz kurz. Selbstverständlich. Seit 50 Jahren bin ich Borussen-Anhänger. Ich bin Dortmunder ohne Abstriche in jeder Beziehung, obwohl ich nicht hier geboren wurde. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal bei den Blauen vor 50 Jahren zugesehen habe. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber Sie sind ja auch Schachspieler, darum sind Sie eigentlich hier und müssen die Schale hier bewachen. Ja, ich gehöre zu den Leuten, die die Schachtage hier organisieren, begleiten, einige Dinge machen, Spieler betreuen, abholen von Flughäfen und solche Dinge alle. Alles das, was unsere Gäste, die den Aufenthalt in Dortmund angenehm macht, dafür sorgen wir. Dazu gehört natürlich auch der Anblick der Meisterschale, wie gesagt vom neuen deutschen Fußballmeister. Aber der Brückenschlag zum Sparkassen-Chess-Meeting oder besser gesagt zu den Wladimir Kramnik-Festspielen, das sind sie ja momentan. Die achte Runde läuft momentan, souverän der Ex-Weltmeister an der Spitze des Feldes. Vielleicht könnt ihr das hier sehen, im Hintergrund ist die Tabelle eingeblendet. Heute mit den schwarzen Steinen gegen Le Quang Liem aus Vietnam. Wir hoffen natürlich im Laufe des Tages noch den ein oder anderen Spieler vor die Kamera, vor das Mikrofon zu bekommen. Das erst einmal die ersten Eindrücke vom Sparkassen-Chess-Meeting in Dortmund. Die Meisterschale des BVB von Borussia Dortmund natürlich und die Tabelle im Überblick. Und nachher gibt es dann mehr Interviews, mehr Stimmen hier aus Dortmund. Bei mir steht der deutsche Großmeister Klaus Bischoff, der hier in Dortmund aber nicht an den Brettern sitzt und die Figuren schiebt, sondern heute schon am 8. Turniertag die Partien bewertet. Die Stimmbänder, wie geht's dem momentan? Das ist alles noch bestens in Ordnung, obwohl man zugeben muss, die Arbeitszeiten der Kommentatoren haben sich schon ganz schön erhöht in den letzten zwei Jahren. Es gibt nun mal viel zu kommentieren, viele schöne Partien zu kommentieren. Du bist bekannt für viele Sprüche über das Schach. Einen möchte ich ganz kurz zitieren. Du hast heute gesagt, an den letzten drei Turniertagen habe ich immer einen Hut dabei, den ich dann ziehen kann. Natürlich vor den Leistungen der Spieler. Ich denke, das gilt aber für die vorherigen Tage, Turniertage und Partien gleichermaßen. Das war von Anfang an, hatten wir super Partien zu sehen bekommen. Und ich kann ja jetzt auch sagen, wie es läuft. Also bei Wladimir Kramnik, das läuft richtig rund. Und ich habe heute eigentlich zwischendurch gedacht, dass er wieder sehr, sehr gut stand. Ich weiß nicht, wo da Sand ins Getriebe gekommen ist. Ich sehe ihn auch hier sitzen, er analysiert immer noch. Wahrscheinlich hat er auch gedacht, dass er gut steht. Und am Schluss muss er sogar wirklich höllisch aufpassen, dass es nicht noch ganz nach hinten losgeht. Sehr, sehr wechselvoll diese Partie auf jeden Fall. Wechselbar hat der Gefühle für ihn. Das konnte man ja auch sehen, nachdem ich am 40. Zug hat er eine halbe Stunde reingestreckt und das Gesicht massiert, Grimassen geschnitten. Also das konnte man auch sehr gut beobachten. Ja, also ich kann die Spieler leider nicht sehen. Ich sitze hinter der Bühne. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Weil er hat zwischendurch alles im Griff gehabt. Ne? Und dann ist das außer Kontrolle geraten. Und ich glaube, dann hat es wirklich so einen zähen Verteidiger wie ihn gebraucht, um überhaupt da noch mit Remis wegzukommen. Ne? Ansonsten gilt ja bei diesem Turnier quasi das Remis-Verbot, außer natürlich bei außer wenn es Remis ist. Aber Remis-Angebote nach dem 14. Zug sind hier quasi verboten, außer bei dreimaliger Stellungswiederholung etc. Merkt man das den Partien, der Qualität der Partien an?
Ja, natürlich. Also die Partien sind alle wunderbar ausgekämpft. Also ich glaube, wir hatten eine einzige Partie, wo es schon um den 20. Zug zu einer Zugwiederholung kam. Aber da war es halt auch so, dass die Seite, die abgewichen wäre, wahrscheinlich schlechter gestanden wäre. Und das kann man jetzt von niemandem verlangen, dass er freiwillig eine schlechtere Stellung spielt, nur um weiterspielen zu können. Ne? Ein anderer Spieler außer Deutschland sitzt auch ein paar Meter von uns entfernt, Georg Meyer, aktuell die Nummer 2 der deutschen Elo-Rangliste. Nicht sein Turnier, oder? Nein, es ist nicht sein Turnier, aber gut, es war ja klar, dass es schwer haben wird. Er ist der Spieler mit dem niedrigsten Rating und er hat sich eigentlich zum Teil sehr gut geschlagen. Und das, was ihm sicher am meisten stinkt, ist, dass er die komplett gewonnene Partie gegen den Nakamura noch zum Remis versemmelt hat. Gut, gegen Kramnik hat er zweimal verloren und vielleicht war er ja doch ein bisschen befangen. Also ich könnte mir so, wie ich Georg Meyer kenne und vom Stil her einschätze, auch denken, dass Kramnik ohnehin ein Idol für ihn ist. Und dann ist halt schwer, wenn man zum ersten Mal gegen sein Idol spielt. Ansonsten ein Wort noch zu Anish Giri. Klar, ein steiler Aufstieg in den letzten Jahren. Auch hier eine gute Vorstellung bislang, oder? Nein, ich habe Stimmen gehört von Leuten, die sagten, der spielt aber nicht besonders hier. Und dann habe ich aber eigentlich darauf hingewiesen, der Junge hat in einem Kategorie 20 Turnier 50% und ich glaube, er ist erst 17. Also er hat noch nicht die total aufregenden Partien gehabt. Das war eigentlich erstaunlich technisch, was er bisher gezeigt hat. Aber gestern war seine Technik gerade in dem Doppelturmenspiel gegen Ponomariov bemerkenswert. Ne? Also ich konnte da von dem jungen Mann noch was lernen. Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, worauf er hinaus will. Und irgendwann habe ich es dann auch verstanden und konnte es den Zuschauern auch erklären. Ne? Nimmt man schachlich also doch noch was mit. Letzte Frage, schachlich, wie geht's oder wann geht's bei dir weiter? Wann sitzt du wieder an den Brettern? In der Bundesliga sicherlich spätestens im Oktober? Ja gut, natürlich werde ich spätestens in der Bundesliga wieder an den Brettern sitzen. Und ich mache es eigentlich fast wie jedes Jahr. Vor der Saison werde ich noch ein Turnier spielen und es ist einmal mehr der LGA Cup in Nürnberg. Dazu viel Erfolg und viel Erfolg natürlich noch an den restlichen beiden Turniertagen, auf dass Sie Stimmbänder halten und wir weiterhin noch so viele schöne Partien sehen und kommentiert bekommen. Dankeschön. Alles klar, danke. Bei mir steht aus den Niederlanden Anish Giri. Ich werde jetzt natürlich auf Englisch weitersprechen. I will talk to you in English, of course. Up to now, after 8 rounds, you are satisfied with your score? Yeah, the score is fine, 50%. And the tournament is very strong, so the score is okay. What about the quality of your games? No, it could actually be better. It can always be better, but this time it can really be better because it's not really not playing well. So good, but it's not so easy game chess, so it's okay. Your today's game against the German Georg Meyer, it looked slightly better or much better in the end game, but where was the mistake, or can you say it now after? Yeah, I think actually even during the game I thought so. Now I think the same, that at the beginning I had very big advantage, and then at the very beginning I was really better, but then I let it slip a bit, and then it was not so simple, but I misplayed it completely, and at the end he blundered, so I still was better, but I think it was always in a drawing margin. So I think I was really better at the beginning. At the end it was just already advantage, but nothing. But after 40 moves about, you refused a draw, 3 times position, so you were convinced that it must be better for you. No, I thought it was equal, but I was just trying to make some other moves, see if he makes mistake, and he actually made mistake, so it paid off. After this tournament, what will you do? Making holiday or prepare for the next season? Yeah, exactly, both some holidays and preparation. I don't know what's my next tournament yet, so I'll just relax a little and also start preparing for next events. One of the next events is the German Bundesliga. In October it starts. We will see you again in Amstetten? Yeah. Yes, for sure. At the first weekend in Mülheim also? I don't remember actually. I'm not sure. But I will play for the club. The tournament in Dortmund. What have you seen of the city, Dortmund?
I've seen quite a lot. We were walking around in the center and also in the park close to our hotel, so it's not really in the center. Well, it's a nice city and a lot of nice places. You're interested also in football, is that right? Yeah, but I'm not a hardcore fan of Bundesliga and all the leagues, so I'm not really. I just like to play myself and watch big matches. But you know that you play in the city of the German Meister. Yeah, it's also obvious that in a lot of places you see the flags of supporters and everything. Okay, thank you and good luck to the last two games on this weekend, Anishke, and good luck to the next games in this year. Thank you. Okay. Bei mir steht die aktuelle Nummer 2 der deutschen Elo-Rangliste, Georg Meyer, bei seinem ersten Auftreten in Dortmund beim Sparkassen-Chess-Meeting. Georg, ich denke mal nach 8 Runden, dein Zwischenfazit, mehr als durchwachsen? Das kann man wohl sagen. Ich habe natürlich eine Weile ganz gut gespielt, aber in jeder zweiten Partie habe ich in irgendeinem Moment unglaubliche Fehler gemacht. Und statt gegen Nakamura zu gewinnen, habe ich 8 Stunden gespielt. Erste Partie gegen Giri sollte ich niemals verlieren. In dem Moment, wo ich alle Probleme gelöst habe, habe ich die Partie eingestellt und heute war auch sehr komisch. Ich habe wie in der ersten Partie am Bauen erst geopfert, dann war er weg. Und als ich die Chance bekam, auf Gewinn zu spielen, wollte ich einmal die Züge wiederholen und es dann machen. Und er wiederholt nicht die Züge und gut, dann wird das Remis. Heute in der Partie katalanisch, das war ja ein Bauernopfer oder eine Variante, in der der Bauer erst einmal weg ist quasi, aber irgendwie fehlt da die Kompensation, sah es so aus. Gut, er hat mich in der Öffnung erwischt, weil ich dachte, dass diese Variante sehr gut ist, aber kein Mensch hat Springer B4 gespielt sofort. Es gibt Partien mit Läufer E7 und Läufer D6 und als es auf dem Brett stand, habe ich mich auch gefragt, warum spielt niemand sofort Springer B4, sieht sehr logisch aus und er hat das gemacht und ich habe nicht richtig reagiert und stand dann sehr schlecht. Das heißt für dich und für viele andere Großmeister natürlich wieder viel Arbeit in diese Variante, die man jetzt in den nächsten Wochen reinstecken kann? Gut, man muss an allen Varianten arbeiten. Nach so einem Turnier gibt es auch immer überall ein paar neue Ideen, nicht nur jetzt in dieser Katalanisch. Wie darf man sich das vorstellen bei dir, so deinen Tagesablauf? Wie viele Stunden pro Tag investierst du in solche Variantenberechnungen oder Partien beobachten auf anderen Erteilen? Das hat sich sehr stark verändert, weil ich eigentlich vor einigen Monaten entschieden habe, jetzt studieren zu gehen in den USA. Und ich hatte gar nicht vor, irgendwelche seriöse Turniere zu spielen dieses Jahr. Ich habe die Europameisterschaft nicht gespielt und Dortmund ist mein erstes Einzelturnier 2011. Also im Prinzip bin ich gar nicht mehr Profi, sondern bald praktisch Schachspieler und Student. Ja. Wollte ich gerade fragen, wie ist da der Stand der Dinge? Es bleibt dabei, du gehst in die USA und gehst dem deutschen Schach vorübergehend verloren? Gut, ab 17. August bin ich in den USA und werde dort nochmal studieren. Gut, was heißt verloren? Ich habe nie viel in Deutschland gespielt. Ja. Und natürlich werde ich weiter Schach spielen. Ich habe nicht vor, aufzuhören. Ich denke, dass es auch wieder klappt mit der Nationalmannschaft, dass wir spielen. Wird man sehr bald sehen. Und gut, ich werde einfach ein bisschen weniger spielen, aber dafür gute Turniere. Denn an dieser Uni ist jedes Jahr ein sehr starkes Rundenturnier, der Spice Cup. Den werde ich immer spielen. Und im Sommer bin ich wahrscheinlich in Europa 3 Monate und spiele Schach. Wir haben einen neuen Schachpräsidenten beim DSB, der hoffentlich auch ein neues Kapitel aufschlägt mit der Nationalmannschaft. Also du hast ja gerade gesagt, das Buch ist noch nicht zugeschlagen. Ja, also für uns Spieler war es sehr erfreulich, dass Herbert Bastian gewählt wurde. Und ich kann auch sagen, dass ich schon nach den ersten Gesprächen gesehen habe, dass er sehr bemüht ist und er versucht, niemand vor den Kopf zu stoßen, weder auf Funktionärsseite noch auf Spielerseite. Aber nur die Zeit kann zeigen, was dabei rauskommt. Denn wir haben jetzt einen Sponsor für die Nationalmannschaft, aber nur für 2 Jahre. Und gut, ich hoffe sehr, dass wir in 2 Jahren nicht die alte Situation wieder haben. Es gibt viele Fußballvereine, die haben nur einen Sponsor für 1 Jahr, müssen dann halt auch die Zeit überbrücken. Letzte Frage an Georg Meyer privat. Du spielst natürlich nicht nur Schach, du studierst auch nicht nur. Womit lenkst du dich vielleicht auch mal ab oder was sind so deine anderen Hobbys und Interessen? Also die wenige Zeit, die ich mal zu Hause bin, das ist immer erst so 2-3 Tage faulenzen, weil ich so müde bin vom Reisen, vom Spielen, vom ganzen Stress und sonst gut. Ich fahre fast jeden Tag Fahrrad zu Hause, ich schaue sehr viele Filme, lese viel, also nichts Außergewöhnliches. Georg Meyer, vielen Dank und viel Glück noch bei einem Turnier, dass es vielleicht doch noch mit einer 1 klappt, mit einem Sieg in den letzten beiden Runden und ja, toi, 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 natürlich dann in den USA, bitte. Morgen gibt es wieder Not gegen Elend, das heißt Nakamura gegen Meyer. Ja, aber diesmal vielleicht mit dem besseren Ende dann doch für dich. Ja, also
bei ihm bin ich eigentlich immer sicher, dass es gibt eine Entscheidung, wenn wir spielen. Und das wird morgen bestimmt auch wieder viel passieren. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler auch, auch sehr kreativ. Also da dürfen wir uns einiges von versprechen. Ja, egal wie es läuft, er will immer gewinnen. In unserer Partie war auch etwas Lustiges mit Zugwiederholung. Denn in einem Moment wollte ich einmal die Züge wiederholen, um näher an Zug 40 zu kommen. Meine Stellung war schon fast gewonnen. Und er war der, der der Zugwiederholung ausgewichen ist, wo seine Stellung fast verloren war. Also so hart kämpft er. Er ist ein guter Blitzer, ein guter Pokerspieler, ein guter Zocker anscheinend auch. Also da hat es dann irgendwie am Ende doch gereicht. Ja, Georg, auf jeden Fall toi toi toi, auch in den USA natürlich beim Studium. Was ist es überhaupt? Na gut, hier wird es wahrscheinlich VWL heißen. Dort bin ich im College of Business Administration und der Major heißt Finance, also Finanzwirtschaft. Alles klar. Da drücken wir die Daumen und natürlich auch, dass dein Schach nicht wieder weitergeht und hoffentlich auch in der deutschen Nationalmannschaft. Dank dir.